Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt Nummer 17. Hier geht es um die Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel MECFS Betroffenen sowie deren Angehörigen endlich helfen für eine bessere Gesundheits- sowie Therapieversorgung, Aufklärung und Anerkennung. 39 Minuten sind für die Aussprache vorgesehen. Herr Kollege Hoffmann. Das ist ja eine Debatte, die wahrscheinlich auch viele Menschen an den Geräten verfolgen werden. Deswegen genau, bitte ich Sie einfach Platz zu nehmen, damit gut Ruhe einkehrt. Ich gebe das Wort dem Kollegen Sepp Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Leider ist es vielen der Betroffenen vom NECFS heute nicht möglich, live an der Debatte im Deutschen Bundestag vor Ort zu sein. Deswegen möchte ich Ihnen vorab eines sagen. Wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehen Sie. Die Krankheit hat so unfassbar viele Gesichter. Bereits vor Corona ging man von ca. 300.000 Erkrankten aus. 60% der Betroffenen sind arbeitsunfähig. 25% der Betroffenen sind bettlägerig. Für sie ist ein normaler Alltag nicht möglich. Sie brauchen für die alltäglichsten Dinge Hilfe. Die Erkrankung fordert vor allem auch die Angehörigen. So ist es auch bei Markus. Der 43-jährige Vater einer wundervollen 4-jährigen Tochter, dessen Alltag von heute auf morgen auf den Kopf gestellt wurde. Aber nicht nur seiner, sondern auch der seiner Frau und der gemeinsamen Tochter. Bevor eine Diagnose gestellt wurde, hat Markus eine Ärzte-Odyssee hinter sich. Anfangs wurde gesagt, er sei müde, am Ende er sei faul. Und genau gegen diese Stigmatisierung und Diskriminierung wollen wir vorgehen. Deswegen bringen wir diesen Antrag ein. Wir fordern mit diesem Antrag eine gezielte Aufklärungskampagne durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, insbesondere für die Bevölkerung, aber auch für Ärztinnen und Ärzte. Mit seiner Tochter zu spielen, wie sie es sonst immer als Familie taten, ist nur noch begrenzt möglich. Markus benötigt viel Ruhe. Für die Tochter scheint es, als hätte die Krankheit ihr den Vater genommen. Seine Frau muss den Alltag, die Erziehung, die Behördengänge und die Pflege des Mannes übernehmen. Seine Frau kann nur noch halbtags arbeiten. Deswegen fordern wir mit unserem Antrag, dass auch die Angehörigen ein Gesicht bekommen. Wir wollen gezielte Rehabilitationsangebote, insbesondere für die physischen, aber auch psychischen Probleme, damit wir diese vorbeugen können. Das Schicksal von Markus ist nur eines von vielen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben parteiübergreifend zahlreiche Zuschriften bekommen. Ich versichere Ihnen, dass wir als Unionsfraktion das Thema weiterhin im Blick haben werden. Wir werden aus diesem Grund ein digitales Fachgespräch durchführen. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Melden Sie sich bei Ihren Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Geben Sie der Krankheit ein Gesicht. Wir geben der Krankheit mit diesem Antrag politisches Gewicht. Denn wie ich am Anfang bereits sagte, wir sehen Sie. Martina Stamm-Fiebig hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Müller, Sie sind so groß. Ich setze mich seit
rund 10 Jahren für die Versorgung von Menschen mit ME/CFS ein, weil auch ich in meinem persönlichen Umfeld Personen habe, die direkt betroffen sind. Und glauben Sie mir, das ist ein Schicksal, was keiner von uns haben möchte. Und in diesen 8 von diesen 10 Jahren hat sich das Gesundheitsministerium trotz zahlloser Bitten und Hinweise von Betroffenen, Angehörigen und Ärzten kein bisschen für die Versorgung und Anerkennung der Betroffenen eingesetzt. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir den Inhalt dieses Antrags bereits in der letzten Legislatur mit dem Gesundheitsministerium ernsthaft hätten besprechen können. Das war leider nicht der Fall und deshalb sprechen wir heute darüber, wie wir die Situation der Menschen, die an ME/CFS leiden, möglichst schnell verbessern können. Und ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass ME/CFS endlich als eigenständige Erkrankung wahrgenommen wird. ME/CFS ist keine Subgruppe von Long-Covid. ME/CFS-Patientinnen und Patienten haben eigene gesundheitliche Bedarfe, und wir adressieren müssen. Dafür sind meiner Meinung nach 3 Handlungsfelder besonders wichtig. Erstens müssen wir die Versorgungsstruktur schaffen, die auskömmlich finanziert ist und in der Menschen mit ME/CFS nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen versorgt werden. Diese Aufgabe haben wir im Koalitionsvertrag geschrieben. Wir haben dem GBA bereits 2022 im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz die Möglichkeit gegeben, die Richtlinie für die eine berufsgruppenübergreifende Koordinierung und strukturierte Versorgung für Versicherte mit Verdacht auf Long-Covid auch auf ME/CFS auszudehnen. Und ich hoffe sehr, dass der GBA diese Möglichkeit nutzt. Zweitens brauchen wir ein besseres Bewusstsein für die Krankheit ME/CFS innerhalb der Ärzteschaft. Es kommt noch viel zu oft vor, dass die Betroffenen nicht korrekt diagnostiziert und adäquat behandelt werden. Es darf einfach nicht mehr passieren, dass die Betroffenen in die psychosomatische Ecke gedrängt werden oder sich ihr Zustand durch kontraproduktive Therapieansätze immens verschlechtert. Uns ist bewusst, dass der Einfluss der Politik auf die Inhalte der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sehr begrenzt sind. Deshalb appelliere ich an die Fachgesellschaften, die ärztliche Standesvertretung und die Universitäten, bitte arbeitet gemeinsam mit uns daran, diese Erkrankung bekannter zu machen. Denn ohne Ärzte, die fachkundig behandeln, bringt eine auskömmliche Finanzierung der entsprechenden Versorgungsstrukturen nichts. Und drittens müssen wir die Forschung zu ME/CFS investieren. An dieser Stelle haben wir in den letzten Jahren bereits einige wichtige Forschungsprojekte mit Hilfe von Bundesmitteln auf den Weg gebracht. Allerdings ist für mich offensichtlich, dass es noch nicht reicht. Und selbstredend ist mir auch bewusst, dass Forschung nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft werden kann. Neben Geld braucht es die notwendige Forschungsinfrastruktur und mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Krankheitsbild beschäftigen wollen. Wir können hier alle nicht zaubern, aber als Regierungskoalition sind wir jetzt dafür verantwortlich, die Entwicklung in den 3 genannten Bereichen Versorgung, Bewusstsein und Forschung wirklich ins Rollen zu bringen. Daran, ob das gelingt, wird diese Regierung am Ende von 250.000 Betroffenen in Deutschland und ihren Angehörigen gemessen werden. Und das sollte uns allen ein Ansporn sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Dr. Christina Baum für die AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Von der unter Ärzten wenig bekannten myalgischen Enzephalomyelitis ME, auch als chronisches Fatigue-Syndrom CFS bezeichnet, sind in Deutschland rund 400.000 Personen betroffen, davon schätzungsweise 40.000 Kinder. Weltweit sind es etwa 17 Millionen. Bereits 1969 wurde das Krankheitsbild durch die WHO als neurologische Erkrankung anerkannt.
Im Februar 2022 fand hier im Petitionsausschuss eine öffentliche Anhörung zur Versorgung, Forschung und politischer Unterstützung von MECFS-Erkrankten statt, wobei die zugrunde liegende Petition mit über 97.000 Unterschriften gezeichnet wurde. Hier konnte der Petent, selbst Betroffener, die Missstände in der Versorgung verdeutlichen. Was ist nun das Besondere an dieser Erkrankung? Auch viele Jahre nach der Anerkennung gibt es immer noch keine diagnostischen Biomarker, sodass eine Diagnose nur auf Grundlage eines Ausschluss anderer Erkrankungen erfolgt. Die klinischen Symptome werden über Fragebögen erfasst und aufgrund dessen die Krankheit nach verschiedenen Schweregraden eingestuft. Auslöser dieser chronischen Erkrankung sind zu 80% virale Infektionen wie pfeifersches Drüsenfieber, Influenza, aber eben auch Covid-19. Viele Betroffene finden keine Ärzte, die die Krankheit kennen, sodass die Patienten oft als Simulanten abgetan oder als Burnout-Patienten falsch diagnostiziert und falsch behandelt werden. Ein langer Leidensweg führt die Erkrankten von Arzt zu Arzt, immer hoffend auf eine Diagnose, bei gleichzeitig ständig verschlechterndem Allgemeinzustand. Was sind nun typische Symptome? Kennzeichen sind immunologische und neurologische Dysfunktionen mit Störungen der Energiegewinnung auf Zellebene und des autonomen Nervensystems. Dies drückt sich aus in einer schweren, lähmenden Erschöpfung in Verbindung mit Ganzkörperschmerzen, Konzentration und Merkfähigkeitsstörung und einer Verschlechterung der Erkrankung bereits durch geringe Anstrengung. Festzustellen ist, dass überwiegend jüngere, im Arbeitsleben stehende Menschen von der Erkrankung betroffen sind und diese Patienten sogar zu vollständigen Pflegefällen werden können. Inzwischen erleiden auch an der Covid-19-Infektion oder nach der Corona-Impfung erkrankte Menschen als Spätfolge den sogenannten Long-Covid-Symptomenkomplex, der hohe Ähnlichkeiten mit MECFS aufweist. Die medizinische Diagnostik und Versorgung begrenzt sich größtenteils im Moment auf die Charité Berlin und auf die Kinderklinik in München. Es ist deshalb dringend erforderlich, weitere Behandlungszentren schnellstmöglich aufzubauen. Derzeit werden 10 Forschungsvorhaben mit einer Fördersumme von 6,5 Millionen Euro vom Bund unterstützt, aber mit dem Schwerpunkt Long-Covid und leider nicht mit dem chronischen Fatigue-Syndrom. Das muss sich umgehend ändern, und deshalb unterstützt die AfD diesen Antrag. Vielen Dank. Das Wort für Bündnis 90 Die Grünen hat die Kollegin Linda Heidmann. Frau Präsidentin, liebe KollegInnen der demokratischen Fraktionen, MECFS, das ist eine tückische Krankheit und das ist eine niederschmetternde Diagnose. Und trotzdem, das muss man leider sagen, sind viele Betroffene dankbar, wenn sie die korrekte Diagnose überhaupt erst mal haben und dann wissen, dass ihre Erkrankung überhaupt einen Namen hat. Denn die Diagnose ist nicht einfach, sie ist langwierig. Viele Krankheitsbilder müssen dafür ausgeschlossen werden. Und leider erleben es Betroffene immer und immer wieder, dass sie falsch diagnostiziert werden, dass ihnen und ihren Angehörigen nicht geglaubt wird und dass ihnen auch falsche Therapieansätze empfohlen werden. Der einfache Rat, treiben Sie doch mal mehr Sport, dann kommen Sie wieder auf die Beine, ist ein klassisches Beispiel dafür, der am Ende zu einer Verschlimmerung dieses Krankheitsbildes führt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich frustriert es zutiefst, dass es vielen tausend Menschen in Deutschland und ihren Angehörigen gerade so ergeht, dass sie hier immer wieder verzweifeln. Und gerade jetzt, wo MECFS auch als Folge von Covid-Infektionen immer häufiger auftritt, da werden die Betroffenen endlich sichtbarer. Heute war eine große Kundgebung draußen. Ich war mit meinem Kollegen Johannes Wagner auch dort, habe mit den Betroffenen gesprochen.
Und Sie können sich sicher sein, nicht nur wir als Berichterstatterinnen für dieses Thema nehmen das wahr, sondern alle in diesem Parlament. Ich wurde als Berichterstatterin vielfach angesprochen von meinen Kolleginnen und Kollegen auf dieses Thema die letzten Wochen. Auch dank Ihrer Zuschriften, danke dafür. Wir hören Sie und wir hören Ihre Anliegen. Und ein zentrales Anliegen, das immer wieder genannt wird, ist, mehr Wissen und mehr Verständnis bei den Ärztinnen und Ärzten in diesem Land zu schaffen, damit wir endlich überall eine gute wohnortnahe Versorgung und bessere Diagnose vor Ort hinkriegen. Deshalb müssen wir fortbilden zu diesem Krankheitsbild. Wir müssen mit den kassenärztlichen Vereinigungen immer wieder darüber reden und dieses Problem verdeutlichen, damit sich wirklich etwas bewegt. Wir haben den GBA Ende letzten Jahres gesetzlich auch beauftragt, bis Ende 2023 hier einheitliche Diagnosekriterien vorzugeben und eine flächendeckende Versorgungsstruktur nachzuweisen. Und Sie können mir glauben, mir als Parlamentarierin ist das wirklich wichtig, dass das auch geschieht. Wir werden das genau beobachten, dass das jetzt wirklich auch passiert und immer wieder nachhaken an dieser Stelle. Ich habe gesagt, wir hören Sie, und ein weiteres Anliegen ist der Wunsch, dass nach dieser Diagnose dann auch die richtigen Schritte erfolgen können. Das ist die Anerkennung von Pflegebedarfen, die Anerkennung von Berufsunfähigkeit, von Hilfsmittelbedarfen. Auch dafür ist es wichtig, dass diese Diagnosekriterien beim GBA endlich einheitlich gestellt werden und diese Anliegen auch anerkannt werden, damit die Betroffenen eben nicht in Existenznöte geraten, sondern wirklich auch ihre Ansprüche geltend machen können. Und ein weiteres Anliegen, was auch immer wieder kommt und an uns herangetragen wird, ist natürlich auch der Wunsch nach wirksamen, guten Therapien und Medikamenten und deren schneller Zulassung. Lassen Sie mich sagen, wir dürfen uns dabei aber auch nicht von fadenscheinigen Therapieangeboten, wir dürfen denen nicht Vorschub leisten, denn auch die Medizin stößt hier bisher vielfach noch an ihre Grenzen. Aber die Charité, die erforscht seit November die Wirksamkeit dreier bereits zugelassener Medikamente. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sich da bald hoffentlich auch etwas tut. Ich finde, das gibt schon mal erste Hoffnung, auch in dieser Hinsicht für alle Betroffenen. Aber ich muss leider auch sagen, auch wir als Politik stoßen an unsere Grenzen, wenn wir auch Geld für Forschung an Medikamenten zur Verfügung stellen. Und wenn dann aber die forschenden Institutionen und das Pharmaunternehmen nicht zusammenkommen, es nicht schaffen, einen Vertrag für eine vernünftige Forschung miteinander abzuschließen. Deshalb möchte ich auch in dem einen Fall, den das betrifft, noch mal an die beiden Seiten appellieren. Versuchen Sie doch noch mal zusammenzukommen, um die Forschung an einem Medikament, das vielen wirklich Hoffnung macht, hier auch weiter voranzutreiben. Ich möchte noch mal sagen, wir haben auch als Koalition in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, schon vieles bewegt. Wir haben ME/CFS, wir haben Long-Covid als eines von ganz wenigen Krankheitsbildern konkret in unserem Koalitionsvertrag genannt. Wir haben viel Aufmerksamkeit damit auch für dieses Krankheitsbild geschaffen. Wir haben, wie schon erwähnt, den GBA hier verpflichtet, die Strukturen zu schaffen. Und wir haben in 2022 und 2023 insgesamt 16,5 Millionen an Forschungsgeldern bereitgestellt. Und wir haben dazu auch schon ein Fachgespräch gemacht, liebe CDU, CSU. Da wurde auch deutlich, es braucht dieses Geld, aber es braucht nicht zwingend gleich mehr Geld, sondern es braucht dieses Geld dauerhaft. Deshalb streiten Sie bitte auch mit uns zusammen dafür, dass das auch in den nächsten Jahren verstetigt wird im Haushalt. Ich freue mich sehr, wenn wir an diesem Thema auch weiter fraktionsübergreifend gemeinsam diskutieren. Wir werden den Antrag heute in den Ausschuss überweisen. Und ich bin dagegen, dass wir reine Symbolpolitik hier gerade bei diesem Thema machen, sondern ich möchte, dass wir im Ausschuss wirklich gucken, wie wir die Punkte so ausgestalten, wie wir die Forderungen so ausgestalten, dass sie uns tatsächlich und dass sie vor allem für die Betroffenen und für die Angehörigen einen echten Mehrwert bringen. Vielen Dank. Der Kollege Altisch-Göppiner hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich möchte vor allem meinen Dank aussprechen, meinen Dank den Betroffenen und den Angehörigen, die in den letzten Jahren trotz dieser Krankheit es geschafft haben, Druck aufzubauen, Druck auf uns alle, Druck auf die Politik, damit sich endlich was für sie in ihrem Leben ändert. Und das ist deswegen so etwas Besonderes genau bei dieser Krankheit, weil es eben Teil der Krankheit ist, entkräftet zu sein. Teil der Krankheit ist, nicht mehr so viel machen zu können, wie man gern wollte. Und wenn man diese Kraft dann noch opfert, um sich tagtäglich seit Jahren einzusetzen, damit sich was ändert, dafür gebührt Ihnen großer Dank und große Anerkennung. Auch heute draußen auf der Wiese waren wieder Betroffene gewesen und ihre Angehörigen, um zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Und wir versprechen Ihnen, wir tun alles, damit sich was für Sie in Ihrem Leben zum Positiven ändert. Diese Krankheit ist so pervers. Es gibt Beispiele, einige wurden schon genannt. Manche können Tage und Wochen lang nur im Dunkeln sein, weil sie es nicht aushalten, das Licht zu ertragen. Das trifft die Betroffenen, das trifft die Angehörige. Es sind vor allem Jugendliche, junge Menschen. Es sind vor allem übrigens auch Frauen, wie schon eine ältere Studie festgestellt hat. Und das bedeutet, dass diese Krankheit nicht neu ist. Die Linke hat auch erst Corona und die Pandemie gebraucht, um einen ersten Antrag vor anderthalb Jahren einzureichen. Das war noch zu Regierungszeiten, das war noch zu Gesundheitsminister Spahns Zeiten. Damals hatten Sie dem Antrag leider noch nicht zustimmen können. Ich bin Ihnen aber trotzdem dankbar, liebe CDU/CSU, dass Sie jetzt zumindest auf den Druck der Betroffenen reagieren, dass der Druck jetzt wirkt und Sie jetzt einen eigenen Antrag eingereicht haben, den wir als Linke auch unterstützen. Und damit geht meine Worte auch an die Regierung, dass Sie jetzt tatsächlich die Forderungen mit übernehmen, dass Sie jetzt in den Anhörungen im Ausschuss dafür sorgen, dass sich wirklich etwas ändert. Ich meine, wenn die CDU, CSU und die Linke eine gemeinsame Position vertreten, dann ist das entweder ideologisch verquer oder es ist Einsicht in die Notwendigkeit. Ich würde bei dem Thema Letzteres vermuten. Deswegen werden Sie auch mittätig. Handeln Sie. Ich erinnere daran, dass der Gesundheitsminister Lauterbach, glaube ich, deswegen Gesundheitsminister geworden ist, nicht wegen seiner tollen Krankenhausmanagementfähigkeiten, sondern weil er in der Pandemie wohl teilweise richtige Aussagen getätigt hat. Und ich muss sagen, was MECFS angeht, ist er seinen Versprechen bisher viel schuldig geblieben. Es wurden 100 Millionen Euro in der Forschung versprochen. Ein deutschlandweites Netzwerk sollte laut Koalitionspapier aufgebaut werden. Das wurde jetzt verschoben. Andere wurden damit beauftragt. Es ist noch einiges zu tun. Und es wäre nötig und möglich, auch auf Bundesebene was zu tun. Wir müssten die Pflegepolitik ändern, um den Menschen zu helfen. Wir müssten in die Forschung investieren. Wir müssten auch das sozialpolitische Gefüge ändern, um den Betroffenen, die auch teilweise noch arbeiten können, eben dort zu unterstützen, dass sie die Tage, die sie arbeiten können, auch arbeiten können. Dazu sind Änderungen möglich. Dazu gehen wir gemeinsam ins Gespräch. Ich ende mit einem Brief von einem Betroffenen vom 12-jährigen Jakob, der endet damit, dass er sagt, ich zitiere und ende mit dem Erlaubnis der Ministerin. Nee, das bin ich nicht, aber vor allen Dingen ist die Redezeit um. Das heißt, vielleicht lesen Sie sich den ganzen Brief. Ich lese nicht die ganze Seite vor, keine Sorge. Er findet das klasse, dass es heute hier Thema wird. Und er sagt, seine Eltern haben aber auch gesagt, dass vielleicht manche Abgeordnete dagegen sind und ich dann vielleicht keine Hilfe bekomme. Das kann ich nicht glauben, denn warum sollten das Politiker nicht wollen? Ich bitte Sie daher von Herzen um Unterstützung, weil ich mir nicht so sehr wünsche, als endlich wieder mein normales Leben zu haben. Ich bedanke mich für seinen Einsatz, für Ihren Einsatz und für die gemeinsame Diskussion. Dankeschön. Lars Lindemann hat das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte auch ich der Union Danke sagen, dass sie dem Thema heute hier Raum gibt und wir, weil ja ganz offensichtlich die etablierten Institutionen bisher nicht dem Thema die Bedeutung beigemessen haben und da vorangekommen sind, das heute diskutieren können. Und deswegen darf ich für meine Fraktion hier auch jetzt schon sagen, dass wir natürlich der Verweisung zustimmen werden und dem auch einen Beitrag hinzufügen werden, wo wir denken, zu guten Ergebnissen zu kommen. Die Erkrankung, über die wir heute sprechen,
ist keineswegs ein Randphänomen. 15 bis 30 Millionen Menschen sind weltweit betroffen, 300.000 in Deutschland, 30.000 allein hier in Berlin. ME-CSF ist damit häufiger als allseits bekannte Krankheiten wie Multiple Sklerose, Parkinson oder auch HIV. Experten gehen davon aus, dass ca. 90% derer, die betroffen sind, keine Diagnose haben. Die Dunkelziffer wird also noch weitaus höher sein als das, was uns hier heute bekannt ist und worüber wir hier sprechen. ME-CSF ist eine schwere, komplexe, chronische Erkrankung, die mit Dysregulation des Immunsystems, des Nervensystems und des Energiestoffwechsels einhergeht. Sie tritt meist infolge von Infekten auf, das ist heute schon mehrfach gesagt worden, verläuft zumeist chronisch und führt zu einem hohen Grad an körperlicher Behinderung und kognitiver Beeinträchtigung. Nervengängige Viren führen genau zu diesem multiplen Symptombild, ähnlich wie das eben auch bei Long-Covid der Fall ist. Leitsymptom ist eine schwere körperliche Schwäche, das sogenannte Fatigue-Syndrom, gepaart mit neurokognitiven und immunologischen Symptomen aller Art. Die Betroffenen, liebe Kolleginnen und Kollegen, leiden still. Ein stilles Leiden deshalb, weil ein Großteil von ihnen ans Bett gefesselt ist und in Dunkelheit, das hat der Kollege Güppiner auch schon ausgeführt, liegt, um die Beschwerden überhaupt einigermaßen ertragen zu können. Ein stilles Leiden ist es für die Betroffenen auch deshalb, weil sie keine Lobby haben und auch keine Ansprechpartner finden und weil ihnen auch nur allzu oft von vielen Seiten Stigmatisierung oder auch schlicht Ignoranz entgegenschlägt. Darum kann man es nicht oft genug sagen, ME-CFS ist keine Frage der Psyche, sondern es ist eine physische Erkrankung, die allen Betroffenen ihr normales Leben, im schlimmsten Falle die gesamte Lebensqualität raubt. Deswegen hat die WHO auch schon 1969 es als neurologische Krankheit eingestuft. Aber trotz der hohen Anzahl an Betroffenen, der Schwere der Krankheit, ist ME-CSF wenig bekannt und unzureichend erforscht. Bis heute existieren keinerlei medikamentöse oder kurative Ansätze, um die Krankheit gezielt zu behandeln oder gar zu heilen. Die sozioökonomischen Kosten sind für uns alle immens. Die Folge dieser Hoffnungslosigkeit, und das möchte ich hier auch noch mal deutlich sagen, ist für viele Betroffene allzu oft, und das darf uns nicht kalt lassen, auch der Weg in den Suizid. Daran muss zunächst nach Auffassung meiner Fraktion die Grundlagenforschung klar im Vordergrund stehen und ausgeweitet werden, dass wir zu mehr Erkenntnis kommen. Die im Verlauf der Corona-Pandemie erhobenen Daten und wissenschaftlichen Studien setzen ME-CFS und auch Long-Covid in Verbindung und zeigen Übereinstimmungen, das ist auch schon ausgeführt worden. Und wir sehen, zugrunde liegende Mechanismen ähneln sich. Über den großen offensichtlichen oder öffentlichen Druck im Rahmen der Corona-Pandemie wurde auch erstmals eine erhöhte Aufmerksamkeit für die derzeitig aussichtslose Situation der Patienten dieser Krankheit möglich. Bereits seit Jahrzehnten wurde biomedizinisch und auch klinisch zu wenig Forschung an dieser Stelle betrieben. Was können wir also tun? Die Koalition hat bereits einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Zum ersten Mal gibt es in Deutschland eine öffentliche Förderung für multizentrische biomedizinische Grundlagenforschung. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert nun erstmals den Aufbau eines Forschungsnetzwerks, 8 Teams an verschiedenen Fachbereichen, an 5 Universitätskliniken werden daran forschen. Die Charité und das Team um Frau Professor Dr. Scheibenbogen, für viele Betroffene ist sie deutschlandführendeweit die Expertin und Orientierungspunkt an dieser Stelle, hat beispielsweise rückwirkend 10 Millionen Euro für die Therapieforschung im Rahmen des nationalen klinischen Studiengruppe erhalten. Uns als FDP-Fraktion ist bewusst, und dies ist nur ein erster Schritt, wir werden uns für die Verlängerung einer zielgenauen Förderung auch über das Jahr 2023 mit Ihnen allen zusammen einsetzen. Auch von mir noch ein Wort an die Betroffenen. Wir als Koalition, aber ich will Sie hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle einschließen, wir als Parlament sehen Sie und wir wollen beginnen, Ihre prekäre Situation nun endlich zu verbessern. Sie können sich darauf verlassen, dass wir alle daran konstruktiv mitarbeiten werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Kollege Erich Östhofer hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin,
Sehr geehrte Betroffene, Angehörige, Freunde auch hier im Saal, werte Kolleginnen und Kollegen. Für viele dieser Menschen ist heute ein besonderer Tag. Denn zum ersten Mal debattiert der Deutsche Bundestag hier auf unsere Initiative hin MeCFS. In dieser Form. Mehr als über 300.000 Erkrankte hier in Deutschland und weltweit zwischen 17 und 24 Millionen Menschen werden geschätzt, dass sie betroffen sind. Die Pandemie hat die Situation noch einmal verschlimmert und zu vielen neuen Diagnosen geführt. Und es ist mir wichtig zu sagen, dass hier keine Eifersüchteleien aufkommen dürfen. Long-Covid, Post-Covid, Wack-Covid, das ist das eine. Und MeCFS ist das andere. Wir brauchen gemeinsame Forschung und individuelle Behandlung. MeCFS ist eine schwere neurologische Erkrankung, die oft in einer signifikanten körperlichen Behinderung resultiert. Davon betroffen können nicht nur Erwachsene und ältere Menschen sein, sondern vor allem auch Kinder und Jugendliche. MeCFS schränkt die Lebensqualität der Betroffenen stark ein und oftmals sind die Menschen hier auf Pflege angewiesen. Die Zahlen vorher wurden genannt von Sepp Müller und aktuell, und das müssen wir auch anerkennen, gibt es hier keine Behandlung oder gar Heilung. Und das ist der Auftrag an uns, dass wir Verbesserung schaffen, dass wir Lösungen durch Forschung und Wissenschaft anstoßen. Und wenn ich das heute mitbekomme, sind wir dazu auch bereit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich bin meiner Fraktion und auch Landesgruppe, aber auch Ihnen allen hier nach diesen vielen Gesprächen und einfach auch dankbar, dass wir diesen Antrag vorlegen können und dass wir die Positionen klar machen können. Die Erkrankung sowie das Leid der Betroffenen müssen ernst genommen werden. Und darüber hinaus ist mir sehr wichtig, dass die Stigmatisierung der Betroffenen und der Angehörigen endlich mal ein Ende findet. Gerade die Ärzteschaft möchte ich in die Verantwortung nehmen und darum bitten, Betroffene ernst zu nehmen und bei Unwissenheit, nicht der Einfachheit halber, auf psychische Erkrankung oder Burnout oder sonst irgendetwas zu diagnostizieren. Mobilisierende Reha, ja, kann schädlich sein und kann teilweise auch lebensgefährlich sein. Es wird notwendig sein, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir sensibilisieren. Angehörige, Verbände und alle, die damit natürlich auch zu tun haben. Frau Professor Scheibenbogen und Frau Professor Behrendt sind genannt. Sie sind Leuchttürme in der Versorgung. Und auch heute die Visualisierung vor dem Reichstagsgebäude war wichtig und hat nochmal gezeigt, wie drängend dieses Thema ist. Und ich bitte alle Abgeordneten, den Betroffenen hier nicht nur heute, sondern dauerhaft ein offenes Ohr auch zu schenken. Nach mehr als 30 Jahren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir es den Betroffenen auch schuldig. Und Frau Heidmann, Sie haben es gesagt. Wir brauchen in den Haushalten eine dauerhafte Implementierung. Wir brauchen das aber nicht nur im Bund, sondern wir müssen auch die Länder in die Verantwortung nehmen. Es kann nur gemeinschaftlich hier etwas gelingen. Und unsere Forderungen sind natürlich der Aufbau von Kompetenzzentren, der Aufbau einer zentralen Koordinierungsstelle, Förderung von Forschungsvorhaben und die Anerkennung vor allem auch dieser Erkrankung hier in Deutschland. Europäisch ist das geschehen. Aufklärungskampagnen und natürlich auch der bessere Zugang für Betroffene zu Leistungen des Gesundheits- und Sozialwesens. Ja, wir brauchen auch die Kostenübernahme der Kassen und ja, es wird auch Geld kosten. Herr Kollege, Sie kommen zum Ende, bitte. Selbstverständlich, sehr gerne. Letzter Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen, MeCFS kennt keine Parteipolitik. Lassen Sie uns heute hier den Anfang machen. Herzlichen Dank. Der Kollege Dr. Herbert Wormann hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wie aus der bisherigen Debatte hervorgeht, sind die Ampelkoalition, aber auch wohl alle anderen,
eigentlich darin einig, dass es erhebliche Wissens- und Forschungslücken in Bezug auf ME-CFS gibt. Der Koalitionsvertrag ist hier eindeutig und unmissverständlich. Die Krankheit muss aus ihrem Nischendasein befreit werden. Im Grunde hat die Union mit diesem Antrag Passagen aus unserem Koalitionsvertrag übernommen. Ich werfe das der Union auch überhaupt nicht vor. Denn am Ende ist es ja die Aufgabe der Opposition, die Regierungsparteien auf Trab zu halten. Ich möchte aber nicht, dass der Eindruck entsteht, wir würden das Krankheitsbild und das Leiden der Erkrankten und ihrer Angehörigen nicht ernst nehmen. Wir arbeiten konsequent daran, die Forschung und Versorgung auf allen Gebieten voranzubringen. Das Schreiben von fundierten Gesetzentwürfen und Verordnungen ist eben sehr anspruchsvoll, anspruchsvoller als das Verfassen von Anträgen. Die Corona-Pandemie hat viel Leid über die Menschen gebracht. Aber durch die Pandemie sind auch viele neue Erkenntnisse gewonnen worden. Wenn man der Corona-Pandemie überhaupt etwas abgewinnen will, so ist es die Aufmerksamkeit, die ME-CFS durch die Verbindung mit Post-Covid erhalten hat. Denn beide Krankheitsentitäten, beide Verläufe haben ein ganz gemeinsames Merkmal, was andere Krankheiten und Syndrome nicht haben, nämlich das sogenannte Post-Exertional Malaise, abgekürzt PEM oder auf Deutsch die belastungsabhängige Symptomverschlechterung. Dieses Symptom oder Syndrom ist wahrscheinlich vielen gar nicht bekannt. Das heißt, auf Deutsch ausgedrückt, es wurde auch schon gesagt, mit Sport kann man mehr Schaden anrichten mitunter als ohne starke körperliche oder seelische Belastung. Wir können also CFS nicht mehr losgelöst von Long-Covid betrachten. Es gibt sogar Anzeichen, dass CFS und Long-Covid gemeinsame Ursachen haben. Deswegen müssen wir Forschungsvorhaben bündeln und daraus wegweisende Erkenntnisse gewinnen. Hastig aufgesetzte Projekte, ad hoc eingerichtete Taskforces oder Ähnliches können das aber nicht leisten. Mit vorschnellen Maßnahmen werden wir die vielen Erkenntnisse aus der Post-Covid-Forschung nicht gewinnbringend für das CWS-Syndrom umsetzen. Lassen Sie mich bitte noch auf eine Frage eingehen. Wie häufig ist ME-CFS eigentlich? Es wurde ja mehrmals hier angesprochen. Wir wissen aus amerikanischen Studien, dass ungefähr 0,4% der Bevölkerung daran leiden. Das wären in Deutschland ungefähr 250.000 bis 300.000 Betroffene, ohne die Dunkelziffer, die auch schon angesprochen wurde. Wie häufig ist die Krankheit? Wenn man es vergleicht, ist sie ungefähr genauso häufig wie die Multiple Sklerose. Aber die Multiple Sklerose kennt eigentlich jeder. Jetzt werden Sie fragen, ja, wie geht es denn weiter? Hat sich jetzt was geändert? Wir müssen ja davon ausgehen, dass infolge der Pandemie die Anzahl erheblich zunimmt. Und man schätzt ungefähr, dass wir demnächst infolge der Covid-Pandemie die doppelte Anzahl dieser Patienten mit diesem Syndrom und mit diesen Symptomen haben. Das wären dann ungefähr 1,0% der gesamten Bevölkerung. Das ist ein dramatisches Ereignis, was da auf uns zukommt, und umso wichtiger ist es, dem entgegenzusteuern, indem man Forschung vorantreibt. Ich kann jetzt nicht mehr auf alle Punkte eingehen. Sie haben auch den Vorschlag gemacht, ME-CFS ins DMP zu übernehmen. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, etwas abwegig. Wir haben für die Krankheit bisher gar keine wirklich knallharten Diagnosekriterien. Wir arbeiten daran, oder beziehungsweise nicht wir, aber die Forschung arbeitet daran, Biomarker zu erstellen. Es gibt noch keine. Wir haben auch noch kein einheitliches Therapieregime. Insofern bietet sich die Erkrankung für ein DMP noch nicht an. Ich bin froh, dass wir uns hier relativ einig sind über alle Fraktionen hinaus und hoffe dann auf vernünftige und wegweisende Anhörungen. Vielen Dank. Simone Borchert ist die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
Es ist fast ein Jahr her, dass wir im Petitionsausschuss eine Petition zur ME-CFS beraten haben. Das war am 14. Februar 2022. Die Petition wurde innerhalb kürzester Zeit fast 100.000 Mal mitgezeichnet. Das ist einerseits sehr beeindruckend, aber im Endeffekt stehen unheimlich viele betroffenen Angehörige dahinter, die ganz, ganz dringend mehr Unterstützung und Hilfe benötigen. Die Forderung der Petition, an diese möchte ich noch mal anknüpfen. Der Bundestag möge sich für eine angemessene Versorgung und Aufklärung einsetzen, insbesondere durch die Ergänzung von § 116b. Man möge in die biomedizinische Forschung von ME-CFS investieren und dadurch den Erkrankten endlich Hoffnung geben. Und man möge eine interfraktionelle Arbeitsgruppe bilden und einen Beauftragten benennen. Diese Forderung haben wir bereits damals als CDU-CSU unterstützt, und das haben auch meine Vorredner aus allen Fraktionen bisher sehr deutlich angesprochen. Die Menschen und Betroffenen haben es verdient, dass wir ihnen endlich helfen. Sie haben keine Lebensqualität mehr und können kein normales Leben führen. Dieser Zustand ist unzumutbar für die Betroffenen und für die Angehörigen. Und auch die heutige Protestaktion vor dem Reichstag verdient höchsten Respekt. Und auch mir persönlich war es wichtig, durch Anwesenheit und Gespräche vor Ort meine Unterstützung zu signalisieren. Und ich hatte bereits eine Rede letztes Jahr im Juni, um allen Betroffenen entsprechend Mut zu machen, und habe da versprochen, dass wir an diesem Thema dranbleiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als Fraktion haben Wort gehalten. Wir haben im Gesundheitsausschuss und im Petitionsausschuss für ein Vorankommen in dieser Sache eingesetzt. Und als zuständige Berichterstatterin im Petitionsausschuss habe ich ein überfraktionelles Gespräch mit der Bundesregierung beantragt. Das fand dankenswerterweise im Dezember statt. Und danke an Sie, Frau parlamentarische Staatssekretärin Dittmar, und auch an Sie, Ausschussvorsitzende Frau Stamm-Fiebig. Ich kann nur sagen, das war nach meinem Dafürhalten ein sehr vertrauensvolles Gespräch, ein sehr konstruktives Gespräch. Man hat sehr deutlich gespürt, dass wir hier alle an einem Strang zielen. Und das ist, mir selber nicht immer selbstverständlich. Daher noch mal herzlichen Dank dafür. Sehr geehrte Kollegen, es wurde bereits mehrfach gesagt, das Thema ist einfach zu wichtig, um parteipolitisch zerrieben zu werden. Die Menschen brauchen unsere Hilfe ganz dringend. Und uns ist es wichtig, setzen Sie ein Zeichen und arbeiten Sie mit uns gemeinsam hier. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Robert Stüwe hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, wer an ME-CSF leidet, leidet in unserer Gesellschaft doppelt. Er leidet durch die Krankheit und er leidet an der fehlenden Anerkennung. Das müssen wir in Zukunft ändern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Vorfeld der Debatte haben mich, wie viele anderen auch, eine unglaubliche Anzahl an Briefen erreicht, vor allen Dingen von jüngeren Betroffenen, die darin beschrieben haben, wie die Krankheit sie aus ihrem Arbeits- und Familienleben gerissen hat, wie schnell die Erschöpfung eintritt und wie langanhaltend die Entkräftung ist. Vieles davon haben wir heute auch in der Debatte von den unterschiedlichen Rednerinnen und Rednern schon gehört. Die Briefe haben aber auch vor allen Dingen eindringlich beschrieben, wie lang der Weg zur Diagnose war und zur Anerkennung. Und auch heute habe ich noch mal hier vor dem Reichstag viele Gespräche mit Betroffenen geführt. Und ich will an dieser Stelle auch noch mal sagen, danke für Ihren Einsatz, danke für die Aktion und danke für die Briefe, weil Sie machen das ja nicht für sich alleine. Sie machen das für viele andere Betroffene, die das nicht mehr machen können. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle und als letzter Redner der Debatte auch noch mal ganz explizit bedanken für dieses Engagement. Die Forschung zur ME-CFS wird auch denjenigen helfen, die von Post-Covid-Syndrom betroffen sind. Und deswegen ist es
auch richtig, dass wir MECFS noch mal in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Und das muss für uns auch Anlass zur Klarheit sein. Als erstes mal Anlass zur Klarheit, dass es eine neurologische und keine somatische Erkrankung ist und dass wir auf diesem Weg weiterarbeiten müssen. Es muss Anlass zur Klarheit sein bei der Diagnose. Sowohl wie wir diese Diagnose stellen können, auch wo wir diese Diagnose stellen können. Denn wenn man nicht in München oder in Berlin wohnt, dann ist der Weg zur Diagnose im Moment verdammt weit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es muss auch Anlass zur Klarheit sein bei der bevorstehenden Forschungsagenda. 2x5 Millionen geben wir in den nächsten Jahren aus und auch auf europäischer Ebene geben wir 30 Millionen in 4 Ausschreibungen jetzt aus. Wir müssen zu den Therapien forschen, zur Diagnose und wir müssen vor allen Dingen in der Wirkstoffforschung noch einmal vorankommen. Auch darüber ist geredet worden. Ich bin als Forschungspolitiker immer etwas zurückhaltend, konkrete Ergebnisse zu versprechen. Ich verspreche aber, wir werden gemeinsam in diesem Haus dafür kämpfen, die Investitionen in die Forschung zu verstetigen. Wir werden uns anschauen, welche Wirkstoffe es schon gibt und wie wir die auch schnell für MECFS-Erkrankte nutzen können. Und wir werden uns sehr systematisch anschauen, wo eigentlich die Hürden in dieser Forschung liegen. Bei der Förderung, bei der Forschung an den Kliniken und Universitäten, aber auch bei der Bereitstellung des Wirkstoffs durch die Unternehmen, die schon Medikamente in dem Markt haben, die dafür eventuell wirksam werden können. Und deswegen möchte ich mich zum Ende der Debatte noch einmal sagen an alle, die uns geschrieben haben, die sich daran beteiligt haben. Wir sehen Sie, wir hören Sie und wir werden jetzt auch immer stärker uns darum kümmern, dass alle, die von MECFS betroffen sind, auch geholfen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19/4886 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Damit sind Sie offensichtlich einverstanden. Dann werden wir so verfahren.